Die Entwickler haben gestern Abend ein scheinbar ziemlich großes Sims-Musikevent für Die Sims 4 angekündigt, welches schon nächste Woche starten wird. Viel Spaß beim Ansehen! Wie die Entwickler gestern Abend in einem offiziellen Blog-Eintrag verraten haben, wird schon nächste Woche ein relativ großes Sims-Event mit verschiedenen Künstlern stattfinden. Vom 29. Juni um 19 Uhr bis zum 8. Juli um 7 Uhr morgen steht eine Bühne, Festivalstimmung und verschiedene Künstler aus dem echten Leben in Die Sims 4 bereit, die ihre Songs in Simlish performen werden. Scheinbar wird es auch verschiedene Merch-Produkte geben, um einmal den Blog-Eintrag zu zitieren. Shoppe auf dem Festival, kaufe Merchandise-Artikel der Künstler, verkaufe eigene Handwerksobjekte am Verkaufstisch oder snacke wie ein Rockstar am Imbissstand. Campe, Festivals sind spaßig, aber auch anstrengend, mach ein Schläfchen in einem der Zelte oder genieße ein Techtelmechtel mit musikalischer Untermalung. Genieße die Show, geh zur Bühne, um zuzusehen, zu tanzen und den Künstlern zuzujubeln. Performe auf der Bühne, spring nach den Auftritten auf die Bühne und spiel deine eigenen Songs, jamme auf dem Klavier oder singe aus vollem Hals. Die erwähnten Künstler sind hier Bibi Rexha, Glass Animals und Joy Oladokun. Auf den Artikel-Screenshots kann man ebenfalls einige der neuen Objekte für die Sims erkennen. Diese T-Shirts mit den bunten Festival-Aufdrucken sind fast alle neu, aber auch die Zelte und Essensbuden mit dem Sims-Sessions-Logo hatten wir vorher auch noch nicht im Basisspiel. Spätestens am Dienstag wissen wir dann, was es genau mit den neuen Festivals auf sich hat. Ich finde die Idee großartig und bin überrascht, dass die Entwickler dieses Feature, was eigentlich nach einer neuen Erweiterung oder Gameplay-Pack schreit, für alle Spieler gratis ins Spiel bringen. Natürlich ist es aber etwas schade, dass man wohl nach dem Ablauf der Zeit nicht mehr so viel von den Konzerten haben wird. Was denkt ihr über dieses Event? Könnte das eines der größten Content-Updates für die Sims 4 werden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.